Wer überregional arbeitet, ist meistens in Häusern eingesetzt, wo es eine hohe Fluktuation gibt. Deswegen sind manche Einsätze nicht immer schön. Aber man kann auch den Einsatz beenden. Also meckert nicht immer rum, regional würdet ihr nicht so viel verdienen. Starke Aussage von der Stefanie. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt den Zusammenhang herstellen zwischen überregional und die schlechte Besetzung der Häuser. Überregional ist einfach für euch eine Möglichkeit, dass ihr euch bestimmte Orte aussuchen könnt, wo ihr arbeiten möchtet. Also wir schicken jetzt niemanden explizit, der bundesweit arbeitet, in ein schlechteres Haus als jemand, der regional arbeitet. Ich denke mal, der Pflegezustand ist überall ähnlich in Deutschland. Und deswegen hat das eine, glaube ich, nicht mit dem anderen zu tun. Wir sind natürlich immer froh, wenn die Stefanie da auch die anderen motiviert, dass die nicht meckern sollen. Das stimmt, aber es wird auch wenig gemeckert bei uns, muss man auch dazu sagen. Hast du noch irgendwas dazu? Nö, also ich gebe dir da vollkommen recht. Es kann in jeder Region bessere und schlechtere Bedingungen geben. Das liegt leider Gottes jetzt nicht an uns, wie die personell aufgestellt sind. Aber ihr habt immer die Möglichkeit, gerade wenn man bundesweit arbeitet, zu sagen, Leute, bitte habt im nächsten Monat einen neuen Einsatz. Das ist ja kein Problem. Also ich habe dazu eine ganz coole Story eigentlich. Wir haben einen Krankenpfleger aus Niedersachsen. Er lebt in der Umgebung Hannover. Und war überregional eingesetzt und ist dann irgendwann im Allgäu gelandet. Und hat uns dann ständig angerufen und gemeint, wir müssen ihn dort besuchen kommen, weil es so cool ist. Vor allem die Landschaft, die Berge, aber auch das Haus. Und ich bin dann wirklich dahin gefahren und habe mir das mal angeschaut. Ich war zuvor noch nie so richtig in den Bergen. Mhm. Und musste sagen, es war schon anders, es war schon cool. Und er war super glücklich, deswegen kann ich das auch nicht zu 100% bestätigen. Überregional einfach andere Vorteile, das gewisse Etwas, und wenn man der Typ dafür ist, dann super cool. Das ist perfekt. Den Mitarbeiter besuchen wir auch. Ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall Hammer gewesen dort. Also dann nehmen wir die nächste Frage vom Carsten. Habt ihr auch etwas für eine Stunde am Tag, so eine halbe Stunde und Dienstwagen umsonst? Und 16 Monatsgehälter? Oh, Carsten, das tut mir echt leid, aber ich glaube, da sind wir tatsächlich echt raus aus der Kiste, weil bei 16 Monatsgehältern ein Auto und eine Stunde, ich glaube auch, dass es nicht wirklich ernst gemeint ist, aber dennoch darfst du dich gerne bei uns melden, dann können wir uns über mehr Arbeitszeit, über keinen Dienstwagen und kaum Monatsgehälter durchaus unterhalten. Der nächste Kommentar. Bei der Zeitarbeit wird man nur ausgenutzt und bekommt am Ende weniger. Also ich glaube, hier kann man in beiden Sachen das Gegenteil behaupten. Man wird nicht ausgenutzt und man bekommt am Ende mehr. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Mitspracherecht. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Das Mehr. Und ja, vielleicht einfach mal anrufen oder mal eine E-Mail schicken an uns und sich persönlich überzeugen lassen. Wir haben auch verstanden.